Krieg? Was soll mir der Krieg? Den hätte ich längst entzünden können. Für die Schlechterei im Wald, der offene Heldenkampf. Vielleicht sogar der Sieg? Nein, Etzel. Mord um Mord. Der Drache sitzt im Loch. Und wenn du dich nicht regen willst, als bis er dich gestochen hat, wie mich, so soll er's tun. Jawohl, so soll er's tun. Dies ist keine Klassikerinterpretation nach hermeneutischem Muster, keine deutende Bebilderung eines dramatischen Textes. Lepper wirft mehrere Steine zugleich ins Wasser. Wo sich die Wellenringe treffen, entsteht ein Muster, das Inszenierung heißt. Der erste Stein ist das Hebbel-Drama, der zweite die deutsche Gegenwart in Gestalt prügelnder Neonazis. Der dritte stammt von Heine und liefert satirische Abrechnung mit dem Menschen, zumal in seiner deutschen Gestalt. Die Interferenzen dieser thematischen Kreise bilden neue Muster aus. Zum Beispiel den Wellenkamm der Gewalttätigkeit, welcher die Nibelungen mit den Nazis und ihren Nachfahren verbindet. Zum Beispiel die Figur der herrschaftlichen Verachtung satirischer Tiere. Wer hat nicht noch Franz Josef Strauß' Worte von den Ratten und Schmeißfliegen im Ohr? Zum Beispiel die Überlagerung des Volkstümlichen und Gemeingefährlichen. Lepper geht mit den Nibelungen um wie Thomas Mann mit Dr. Faustus. Bespiegelung einer deutschen Gegenwart in einem durch die deutsche Vergangenheit gebrochenen nationalen Mythos. Dieser Mythos wird dabei nicht geleugnet, sondern seziert. Nicht Treue heißt hier das Schlagwort, sondern Tod und Vernichtung. Die Mörser-Inszenierung schreit in ihrer intensiven Schlusssequenz, im Tanz ums blutige Bad, diese negative Bestimmung unter Schmerzen heraus. Ein verzweifeltes Fanal im Angesicht der Ohnmacht gegenüber dem neuen Zugriff der braunen Horden. Indem die Inszenierung mit zwei verschiedenen Ausdrucksebenen spielt, nähert sie sich auf subtile Weise dem alten Opernmuster an, übrigens auch durch die vorgestellte Leitmotivüvertüre. Verdeckt wird diese Analogie durch eine subtile Verschiebung. Wo die Oper Arios beim emotional Erhabenen einkehrt, besetzt die Erstaufführung dessen Kehrseite, die Groteske. Das Erhabene ist uns, gerade wenn es um nationale Symbolik geht, unerträglich. Auch die Groteske transzendiert das Gemeinmenschliche und sei es im steigernden Modus des Allzu. Anstelle des nationalen Pathos tritt ein schauerlicher Humor, tritt das Lachen, das sich über die Lippen quält und zur Grimasse erstarrt. Das Lachen der Verzweiflung. Ein Lachen wie ein gefrorener Schrei. Ein Lachen, das am Galgen hängt.